Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wenn ihr wissen wollt, was uns jetzt hier erwartet in dieser Folge, ja, dann bleibt einfach dran. Nach meinem Intro erfahrt ihr es dann. Es wird spannend. Ich freue mich. Bis gleich. Tschüss. So, ja, und da bin ich auch wieder. Warum ich Tschüss gesagt habe, weiß ich auch nicht. Entschuldigung, ja, ja, den möchte ich laden. Danke. Okay, genau, jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden. Wo waren wir denn? Ah ja, bei der Händlerin. Oh Mann, ich glaube, wir sollten mal. Kann ich dich mitnehmen, Axt? Nö. Ach man, das ist aber schon. Oh, Löwenzahn. Haha. Das sammeln wir auf jeden Fall ein. Oh. Neue Stufe, Kräuterkunde. Yay. Na, das müsste doch Minze haben. Nehmen wir natürlich alles mit, was wir ne ja, kriegen können. Ne? Hallo. Okay, allerdings muss ich aufpassen, nicht, dass ich wieder überladen werde. Oh, hier darf ich rein, oder? Das ist aber nett. Okay. Ach, wir sind ja anständig, so. Tür mach mal zu. Ach, wir dürfen uns hier umsehen, das finde ich ja. Sehr, sehr nett von der Händlerin da. Ne? Okay. Stehlen? Nein. Na, also wirklich. Stehlen tun wir ja nichts, aber schließen. Na, Tür zu, sonst zieht's. Das soll's ja nicht. Das soll's ja auf keinen Fall. Oh, das. Schloss knacken leicht. Naja, das lasse ich mal. Ach, hier kann ich sogar schlafen. Das ist ja. Hallo, Tür schließen. Danke. Oh. Sehr leicht. Das lasse ich mal. Ich will es ja nicht mit der Händlerin verscherzen. Ja, und jetzt werde ich hier auch ganz brav überall die Türen schließen. Ach so, es regnet ja schon. Na, das ist ja. Einmal waschen. Wunderbar. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Oh, das ist aber mal ein Kalb. Genau. Oh, wer sind Sie? Gott sei mit dir. Danke. Sehr nett. Okay, machen wir. Ja, fangen wir oben an. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Das klingt nicht überzeugt. Wie ist das Leben in Rathai? Gut. Zumindest bis diese Flüchtlinge ankamen. Aber hier geht's uns trotzdem besser als anderswo. Naja, wenn der das meint. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Scarlet ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Oh, das ist aber. Das geht ja gar nichts. Das geht ja gar nicht. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Schreckliches. Wie ich hörte, häuten sie einen bei lebendigem Leib und was sie mit den Weibern anstellen. Lieber sich selbst das Leben nehmen, als diesen Heidenhunden in die Hände fallen. Das war ziemlich eindrücklich. Okay. Alles Gute. Danke, dir auch. Wie auch immer du heißt. Ach, das kann ich nicht fliegen. Schade, schade.
Okay, aber es sind ja. Was von mir, nicht wahr? Ob ich was von dir Guten will? Abend. Abend? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Okay. Wie ist das Leben in Rathai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Ach so, hatte ich das schon mal. Okay, naja, gut. Dann. Möge Gott über dich wachen. Ja, sehe ich auch so. Jetzt muss ich erstmal schauen. Wo, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Kann ich helfen? Nö. Bin nur etwas verwirrt. Gott behüte dich. Danke. Wie komme ich denn jetzt in mein Quest-Menü? Über den Controller, wenn ich mal so fragen darf. Hallo? Da muss ich kurz Tastatur nehmen. Okay. Wir müssen. Birkstein. Achso, das ist für die Audienz. Aktivitäten. Was? Aktivitätengeber. Okay. Nö, wir müssen nach A. Das heißt, wir müssen hier auf den Weg und dann immer den Weg lang. Okay. Da ist A. Entschuldigung. Habe ich jetzt eigentlich mein Pferd? Kommt hier ein Pferd? Nö. Ah ja, klar. Okay, laufe ich jetzt in die oder in die Richtung? Ne? Ah, ich laufe mal hier lang. Wird schon, ja, falsch sein. Ach nee, hier ist ja die Mühle. Dann bin ich ja doch falsch gelaufen. Ups. Dann müssen wir doch da lang, wie es aussieht. Ah, die Pfeiltasten habe ich hier noch. Ah, da war ja was. Okay. Hol das Schwert deines Vaters zurück. Oh, okay. Okay, wo soll ich das finden? Finde Marquardt von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Naja, wenn es sonst nichts ist. Was muss man hier begibt? Ich, achso, das ist das für. Mit der Audienz Nebenquest. Ja. Okay. Wie komme ich jetzt in die Karte? Nein, ich würde doch gern die Karte. X, dann drücken wir mal X. So, wunderbar. Wir müssen. Achso, das ist ja die Hauptquest. Nee. Hier muss doch irgendwo die Nebenquest sein.
Down. Tja, das wird interessant. Okay, aber ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung. Na. Wir müssen, glaube ich, hier an den Weg lang, ne? Wenn ich das auf der Karte so richtig deute. Geht hier überhaupt einen Weg lang? Ja, sehr schön. Dann laufen wir doch auch hier lang. Das ist nämlich die Nebenquest, da will ich ja hin. Was haben wir denn eigentlich hier? Oh, ich habe ein Badehaus entdeckt. Ei. Das ist ja mal interessant. Okay. Darf ich hier was machen? Setzen. Kann ich hier nur sitzen? Naja, gut. Okay. Ein Badehaus. Okay, die Tür stand schon offen. Aha, das merkt ihr gar nicht. Schlossknacken. Nee, danke. Oh, hoppala. Entschuldigung. Ach, ist ja gut. Nix passiert. Oh, das regnet immer noch. Das ist ja. Okay, so, da geht's zum A. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ah, wir können mal kurz was. Gebiet sind lecker. Ja, das war doch mal wieder lecker. Ja, allerdings ist die Frage hier lang dann, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Doch. Johanniskraut. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, das Kraut. Dann mache ich mal was einpacken. Gut. Hoppala. Sollte erstmal lange, ne? Ja, ich hatte es doch gerade. Würde ich sagen. Okay. Schöne Gegend hier, muss ich mal sagen. Weiß gar nicht, haben wir. Wir haben keine Waffe, ne? Das ist ja mal wieder sonderbar. Außer auf Fäuste, naja, das ist ja. Okay, aber. Das Schwert ist ja leider weg. Okay, wie kommen wir denn jetzt zu diesem? Oh, herrlich. Wie kommen wir da jetzt hin, ne? Achso, ist nur ein Vogelhaus. hallo. Ist da jemand? Ein Hund. Guten Tag, Wauzen. Na gut. Lüpp, schnell. Ach Mann. Ah, aber hier können wir weitergehen. Okay. Jetzt aber erstmal. Hier ist ein Waldweg. Das ist ja mal nice. Da müssen wir hin. Okay.
Kann ich auch hier hoch? So, braucht jemand einen Fliegenpilz? Die kann man sogar pflücken. Schmeckt gut. Andere Pilze sind hier nicht, oder? Hoppala. Gut da unten, gell? Sonst komme ich runter. Wie ist es denn? Komm schon. Okay, hier kommen wir dann doch nicht weiter. Dann laufen wir hier den. Kann ich hier lang? Oh nö. Ich dachte, ich kann. Ne. Ich dachte, ich kann hier einen kleinen Umweg gehen. Aber. Falsch gedacht, wieder mal, Markus, gell? So, dann lauf mal den Umweg. Oh! Noch ein Fliegenpilz, ne? Man weiß ja nie, wozu man das mal brauchen kann. Oh. Komischerweise gibt es hier nur Fliegenpilze. Keine Esswaren? Naja. Okay, jetzt schauen wir doch mal. Wir kommen näher. Vielleicht mal etwas verstecken. Hm? Wer weiß, wer hier so rumlummert. Oh, da ist ein Haus. Das macht mir jetzt etwas Angst, würde ich sagen. Das ist unheimlich. Gehen wir mal ganz still und leise hier weiter. Ach, schon mit dem Hund. Aber es muss jetzt sein. Das rote A ist nämlich gleich da vorne. Kann ich dich nehmen? Nein. Okay. Na, das sieht doch mal nice aus. Ist jetzt aber nicht hier, oder? Da hat jemand aber auch noch ein großes Feuer gemacht. Nun gut, wir sind ja auf der Suche nach diesem Ring, ne? Ah, da oben. Aha, gefunden. Ja, lieber mal Abstand halten. Du siehst mich nicht. Bin ich hier. Ah, das schlechte Wetter. Galgenberg. So. Da wären wir. Da wären wir. Und ja, wie sie sind. Ja, das ist ja nett hier. Sehr nett. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal gucken, wo der hier. Upsi. Na toll, müssen wir jetzt hier überall alles absuchen. In der Hoffnung. Das müsste doch eigentlich. Was soll denn das sein? Hallo? Der hat doch gesagt. Das müsste doch hier sein, oder? Ach, dann grab mal. okay. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist der hin? Boah, der Gestank. Gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Okay, mehr ist hier nicht los. Okay.
Also, das heißt, wir müssen jetzt wieder. Okay. Den ganzen Weg zurück, oder? Wie war das da? Okay, das hätten wir, ja. Jetzt müssen wir dann tatsächlich, wer hätte es gedacht, wieder zur Mühle zurück. Naja, da haben wir ja einen kleinen Spaziergang noch vor uns. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal. Mal gucken, was er sagt, der gute Mann, der Pechschick. Gab ja hier keinen Ring. Okay, wie bin ich denn jetzt? Hier, ne? Hier sind wir lang. Möglichst weit weg vom Haus. Weil ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, wer da wohnt. Wer so nah am Galgen wohnt, also. Ah, ich sehe fast gar nichts. Unheimlich. Ja. Wo ist denn der Weg? Ich hätte gern nicht. Ach, das ist die Burg. Boah, das ist aber echt. Ich glaube, wir sollten mal speichern. Ah ja, nö. Wetterschnaps haben wir noch genug. Muss ich jetzt gucken, wo komme ich denn jetzt weiter? Ich habe Angst. Ich sehe nämlich hier auch gar nichts, wo es hier weitergeht und wo es. Wir müssen ja eigentlich wieder auf den Weg kommen, ne? Hatai, naja, das da waren wir ja schon. Au. Ein Glück habe ich gespeichert. Ach Gott sei Dank, wir sind unten. Wo ist jetzt die Mühle? Ah ja, ach, gehen wir halt mal hier. Ne? Bin ich hier richtig? Hallo? Ah ja, da waren wir vorhin. Das ist das Badehaus. Das sind wir ja gleich da. Sehr schön. Lauf, Heinrich. Oh, es regnet nicht mehr. Wunderbar. Das ist aber echt eine tolle Grafik, muss ich sagen. So, jetzt aber mal schnell zurück. Dum, dum, dum. Okay, hier müsste es doch sein, ne? Ja, die Mühle, ich weiß. Wo ist er denn? Ach, da ist er doch, ne? Bin nämlich A, müde und B, habe ich mal wieder keinen Dings gefunden. Ne? Macht er die Tür zu? Wer ist es denn?
Ah, Tür zu, zieht. Hey, Kumpel. Hey. Genau, komm mal runter. Wir müssen reden. Viel Gesundheit. Da war kein Ring. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Okay. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Machen wir es oder machen wir es nicht? Nein. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Lol, ich kann kein Schloss knacken. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich's dir eben beibringen. Komm mit. Lebe wohl. Oh, okay. Versuche, die Truhe zu öffnen. Gut. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine Hexerei. Es braucht nur... Hast du's? Gut. Ah, warte, ich hab's gerade. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Und verkackst du's. Du musst von vorne dran. Und wie drehe ich jetzt? Kleinen Moment. Ich hatte es doch. Oh, Menno. Okay, also mit Controller ist es schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Schloss drehen. Drücke ich mal D. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sehe nämlich, dass es leider schon wieder die Zeit rum ist. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken. Fürs Zuschauen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge hier. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Ja, dann unbedingt die Glocke aktivieren, dass ihr auch keine Folge mehr verpasst von euren Lieblings-Let's Play. Dann wünsche ich euch vor allen Dingen viel Gesundheit und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Ossi-Zocker Markus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Then you'll die.